so dazwischen sind und so. Also dann bin ich dann auch meistens die Einzige, die jetzt schwarz ist. Und dann behalte ich mir dann auch vor, ob ich im tiefen Pampo dann schon mitmache oder erst warte, wenn das ein Brennstuhlberg ist. Aber meistens schaffen wir es ja, dass die vorher aufhören und nicht durchmarschieren. Ich hatte auch schon klare Tonanrufe, aber das liegt schon länger zurück. Und das sind schon Schmankerl, ne? Also, wenn man dann so einen Telefonanruf kriegt und man weiß natürlich nicht, jetzt, wie viel Macht dahinter steckt, aber dadurch präsentieren wir uns ja auch viel freier und sagen, ja, wenn, dann sollte das schon jemand mitkriegen, wenn wir erschlagen werden. Und nicht irgendwie da hinterrücks in irgendeine versteckte Haltestelle in Hoyerswerda oder in Solingen. Da bin ich ja jetzt öfters, weil meine ganze Familie lebt ja schon da seit 30 Jahren und ich habe da ja komischerweise auch nichts Komisches erlebt jetzt an Gewalt. Ne? Das ist ja unterschwellig alles passiert, was diese Geschichten angeht. Ne? Und, aber direkt Angst auf jeden Fall, wenn es unmittelbar in Demonstrationen darum geht, so mittendrin zu sein, suche ich mir schon die